Marie-Louise Maja. Ja, aber auch als Mutter der Nation wäre sie nur zweite Wahl nach Inge Meisel. Dritte Wahl kam dann der Klaus-Jürgen Bussow ins Gespräch. Naja, aber Chefärzte sind ja in letzter Zeit auch durch Abrechnungsskandale in Verruf geraten, vielleicht auch nicht ganz so glücklich. Ja, Carmen Nebel wurde noch vorgeschlagen, aber da fürchtet wiederum der Parteivorstand, dass sie den guten Gerd Schröder verführen wird, eine große Koalition anzugehen. Ja, Franz Beckenbauer wurde noch vorgeschlagen. Da hat natürlich die CDU Angst, dass Bayern München eine zu hohe Ablösung zu fordern ist. Ja, und dann blieb noch zum Schluss übrig der Chef vom Monitor, Klaus Behnlatz. Obwohl, da befürchtet man noch so ein bisschen einen Rückschritt in das System Kohl, nicht? Ruhigstellung durch Beförderung. Ina, dem würden Sie die meisten Chancen einräumen? Entscheiden Sie sich erstmal für drei. Suchen Sie erstmal drei aus. Die anderen drei gehen Sie natürlich wieder. Ihre Wahl. Geben Sie mir die anderen drei einfach wieder. Ja, gut. Dann darf ich Sie bitten, Ina, fächern Sie die verbliebenen drei so auf. Und wer Ihnen jetzt besonders gut gefällt, schauen Sie mal an, und platzieren Sie jetzt so in die Mitte des Fächers. Wer schon in der Mitte ist, wunderbar. Ansonsten, ja, bleiben wir euch. Dann muss man natürlich jedem Kandidaten immer seine ganz persönliche Stimme geben. Das mache ich Sie bitte auch. Darf ich Sie also bitten, markieren Sie die Bildseite ganz groß und auffällig, sodass man die Karte hinterher wieder eindeutig erkennen können. Also schreiben Sie ganz groß Ihren Namen drauf, die Bildseite, Vornamen, Nachnamen oder machen Sie ein Kreuz oder wie Sie halt die Schecks unterschreiben. Hauptsache, wir erkennen die Karte daran hinterher wieder. Ich schreibe es ausführlich, das ist völlig okay. So, dann schließen wir die Karten. Ja, man weiß ja, man muss nicht. Kandidaten müssen sich immer auf Zerreißproben stellen. Macht das also auch. Dann kann man die Karten so halten. Ja, so. Und dann reißen die einfach mal so richtig kräftig durch. Ja, komm schon. Bis unten durch, ja? Ja. Und legen die aufeinander die Hälfte. Ja, macht ja gar nichts. Legen sie aufeinander. Ja. Und reißen nochmal so durch. Ja, von so und so. Ja. Ja, prima. Legen sie also aufeinander. Gut. Und nun kommen alle Teile zusammen in die Wahlurne. Da habe ich eine ganz normale, reguläre Wahlurne mitgebracht, wie Sie sie aus den Wahllokalen noch kennen. Haben Sie die andere? Ja, schauen Sie mal nach, so eine reguläre Wahlurne. Ja? Halten Sie bitte so gut hoch, dass wir gut erkennen können, denn ich zähle ausnahmsweise, mache ich normalerweise nicht, die Teile alle hinein. Gestern hat jemand gesagt, ich hätte so ein paar Teile schon in die Tasche gesteckt oder auf den Tisch gelegt oder in den Ärmel gebracht. Nein, nein, es sind alle Teile noch natürlich hier in dem Päckchen. Und Sie wissen ja, wie viele Teile es sein müssen. Richtig, 24. Und wir zählen einfach, ich könnte aber gerne mitzählen, 1, nicht reinschauen, sonst könnte ich ja gleich bei Ihren Blicken erkennen, ah, das ist es oder so. Das war 2, ja, okay. 3, richtig, ja. Sie spielen mit, ja, das war 4, ja, richtig, ja. Okay, 5, 6, 7, Sie können aber auch mitzählen, 8, ist okay. 9, 10, 11, 12, 13, 14, Sie werden ja gleich sehen, dass wir alle gut haben. Wo waren wir geblieben? Dann kommt jetzt 15, Dankeschön. 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, sind also wirklich alle drin. Fair, ja? Ja. Halten Sie eine Hand wieder oben drauf und mischen kräftig durch. So, mal hoch und runter so. Ja, wir sehen eben gute Wahlhelfungen ab. Jetzt, da versuche ich, Ihren idealen Kandidaten herauszufischen. Obwohl, welcher Kandidat ist schon ideal? Vielleicht sollte man den Ideal einen aus vier machen. Das heißt, ich versuche mal vier Teile herauszufischen. Also wenn er ideal sein sollte, jetzt glaube ich rein, aber Sie schauen auch nicht rein, dann sollte er in jedem Fall so lebensfroh sein, wie Helmut Kohl es einmal war.
Ja, er sollte natürlich dann auch so trinkfest sein, wie Boris Jelzin sich das jetzt als Rentner erlauben kann. Und er sollte natürlich auch so freundlich reinschauen, wie der ewige grinsende Tony Blair. Und dann sollte er natürlich auch auf jeden Fall, das brauchen wir noch ein viertes Teil, er sollte natürlich in jedem Fall auch so frauenfreundlich sein, wie der gute Herr Clinton. Ja, das könnte es sein. Also ich glaube, das könnte noch ein Teil sein. So, habe ich es bewegt, alle zur Seite. Ich versuche, die zusammen zu puzzeln. Wissen ja, Puzzle macht mir ja sehr viel Spaß. Und ich hoffe, es ergibt eine komplette Karte. Sie wissen noch, für wen Sie sich in diesem Spiel entschieden haben, Ina? Ja? So, wie legen wir denn das hin? Das können wir so hinlegen, dass man so ein Teil das noch erkennen kann. Und Sie sagen mal, für wen haben Sie sich entschieden? Ich halte Sie die ersten rein. Für den Herrn Bittners, können Sie erkennen, Bittners? Ja. Gar nicht so wichtig, wie Deutschland ist wichtiger.